Ja, erstmal zu meiner Person. Es ist noch schwierig, wenn man als vierter Redner kommt zu so einem Thema, wurde vieles von dem, was ich eigentlich sagen wollte, schon gesagt. Man läuft Gefahr, Redundanz zu erzeugen. Deswegen versuche ich mal meinen Vortrag ein bisschen abzuwandeln und auch auf die Fragen schon einzugehen, die jetzt an Diskussionen mit dabei waren. Vielleicht erstmal ganz kurz zu uns, Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Wir sind am 01.03.2007 gegründet worden als gemeinsame Institution für die Länder Berlin und Brandenburg. Und das ist ein historisches Datum, weil das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Landesinstitut für zwei Bundesländer zuständig ist im Bereich von Bildung. Und das ist, gestaltet sich für uns dann auch relativ schwierig, weil Berlin ist ein Stadtstaat und Brandenburg ist ein Flächenland mit den Problemen eines Flächenlandes und noch dazu mit den Problemen eines Flächenlandes, das Regionen besitzt, die statistisch gesehen nicht bewohnt sind, weil die Bevölkerungsdichte einfach mal zu klein ist. Und das stellt dann Bildung vor das große Problem, wie beschule ich an diesen Stellen noch die Schüler. Das ist also ein großes Problem der Bildungsverwaltung, Schulstandort zu erhalten und. Und warum habe ich das noch gesagt? Dieses Landesinstitut ist hervorgegangen aus den beiden Landesinstituten der Länder Berlin und Brandenburg, die wiederum jeweils entstanden sind aus Fusionen der Institute für Lehrerbildung bzw. des Pädagogischen Landesinstituts in Brandenburg und den Landesbildstellen bzw. des MPZ in Brandenburg. Und bei diesen ganzen Fusionen, die dann insgesamt also über drei Stufen gelaufen sind, haben aber die Medienbildner die Federn lassen müssen. Das heißt, der ganze Bereich Medienbildung ist in der Region hier mittlerweile relativ unterbelichtet. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und erst durch die politischen Initiativen sind wir jetzt dabei, diesen Bereich wieder aufzubauen. Wir sind im weitesten Sinne verantwortlich für die Schul- und Unterrichtsentwicklung, aber wenden uns, und das ist unser Problem, nicht direkt an die Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir haben so eine Stufe dazwischen, das sind die Fortbilderinnen und Berater, die Beraterinnen und Berater, die wir fortbilden und für die wir zuständig sind, für ihre Qualifikation und hoffen, dass das, was sie von uns mitnehmen, in den Schulen auch ankommt und dazu Schulentwicklungs- und Beratungsprozessen führt. Und wir bieten an oder sind gehalten, das Führungspersonal an Schulen, also Schulleiter fortzubilden. Das sind unsere Aufgaben, die uns per Errichtungserlass gegeben sind. Und wir sind zuständig für die Rahmenplanentwicklung und die zentralen Prüfungen in der Region Berlin-Brandenburg. So, da kommt schon das nächste Problem auf mich zu. Es geht nicht weiter. Kann ich mal jetzt? Aha. Das heißt, wir greifen praktisch nicht unmittelbar auf die Schule zu, sondern nur mittelbar. Ich müsste eigentlich hier mit zwei Farben stehen. Ich stehe genau zwischen Schule und Verwaltung. Wir setzen praktisch die bildungspolitischen Setzungen der Bildungsverwaltung für die Schulen um und haben die Schulen im Nacken mit ihren Problemen. Und wir hatten ja hier gesagt, es geht uns um neue Medien, um das Vorantreiben von Bildung. Ganz kurz nochmal, das ist die GYM-Studie, die ist, glaube ich, bekannt und ist auch die aktuellste Studie dazu, die da sagt, der Ausrüstungsgrad mit Handy, PC, Smartphone, Internetzugang ist praktisch bei Jugendlichen 100%. Die Zahlen sind die neuesten, die wir haben. Es ist also alles da. In der Freizeit nutzen sie die Sachen auch ganz deutlich. Und man sieht Internet, Handy ganz deutlich an der Spitze mit dem, was sie machen. Und guckt man dann in die Schule, das haben wir beim ersten Vortrag schon gehört, die Ausgangslage in der Schule ist eine Katastrophe. Das ist also die auch aus der GYM-Studie herausgenommen. Was machen wir? Und da stellen wir fest, also eventuell noch mit ein bisschen guten Willen können wir sagen, ein bisschen präsentieren und im Internet nach Informationen suchen, aber dann ist auch schon Schluss. Mehr wird in der Schule praktisch mit dem Computer nicht gemacht und das ist ein Problem. So, woran mag das liegen? Das eine Problem, was wir in unserer Region haben, Medienbildung ist kein eigenes Schulfach. Das heißt also, Medienbildung wird gar nicht so in der Form in der Schule präferiert und kontrolliert, da ist Hamburg also in deutlich besserer Situation. Die haben ein Fach Medienbildung, wo es thematisiert wird. Es gibt keinen systematischen Austausch statt zu den Fachkonferenzen, also die Lehrer sind alleine. Es werden keine Noten erteilt, damit ist auch kein Handlungszwang da.
Es scheint nicht auf dem Zeugnis, es ist nicht abschlussrelevant. Also es ist eine versteckte Kompetenz, die nirgends in der Schule wirklich mal thematisiert wird, wo man auch mal aufspringen kann und sagt, wir müssen was machen. Und das ist eigentlich auch klar, das Lernen mit und über Medien, ja, man spricht darüber, aber es findet de facto nicht statt. Und es gibt auch keine Tradition. Es muss erst wieder wachsen. Das, was an Tradition war, hatte man zum Teil auch kaputt gemacht durch die politischen Entscheidungen, durch Einsparzwänge, durch das Fusionieren, durch die Veränderung der Medienversorgung. Das ist leider so passiert. So, das wurde schon mehrfach angesprochen. Ich habe es hier mal versucht, recht positiv zu formulieren. Es ist also in der Tat so, dass die Systeme sehr unterschiedlich gewartet und gepflegt werden. Es wurden schon angesprochen, es gibt die zwei Abminderungsstunden für Lehrkräfte, die man dann in Brandenburg zumindest pädagogische Netzwerkkoordinatoren nennt, damit man den Hintergrund hat, dass man dafür auch Abminderungsstunden geben kann, weil sie sind ja keine Techniker. Oder man hat dann Administratoren, die eingesetzt werden für Schulen, die aber von der Kommune eingesetzt werden und die dann zwei hoch N-1 Schulen am Hacken haben und damit praktisch auch nicht ausreichend Zeit haben, um sich um die Belange der Einzelschule zu kümmern. Da haben wir übrigens auch den großen Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg. Während in Berlin mit dem Medienforum Berlin die Medienversorgung für Schulen eine staatliche Aufgabe ist, da kümmert sich der Senat persönlich drum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist es in Brandenburg per Schulgesetz den Kommunen übergeholfen worden. Für die Ausstattung der Schulen mit Medien ist der Schulträger verantwortlich. Das heißt, wenn der Schulträger kein Geld hat, kriegen die Schulen keine Medien. Und es ist damals halt politisch nicht gelungen, als das gemeinsame Landesinstitut gegründet wurde, diese Medienversorgung zusammenzuführen. Das war gesagt, irgendwie müssen wir was machen, denn das bringt meinen Bereich vor totale Schwierigkeiten. Wir können zwar Empfehlungen ausstrecken, aber wir können praktisch nicht darauf hinwirken, dass an Schule was passiert. Weil wenn die Kommunen kein Geld haben, passiert nichts. Und wenn Berlin eine Ausstattungsempfehlung ausgibt, die Brandenburg nicht mitträgt, läuft dieses System auseinander. Das nächste, was ein großes Problem ist, warum Medienbildung an der Schule auch nicht forciert wird, die Visitationssysteme, die jetzt aufgebaut werden, bewerten alles Mögliche. Aber die Medienbildung, die ist in ihren Visitationsprotokollen und Fragen total unterrepräsentiert. Sie wird also nicht richtig mit berücksichtigt, sodass auch hier dieser sanfte Druck, den man aufbauen muss, damit etwas passiert, eigentlich gar nicht passiert. Hatten wir auch schon, die notwendigen Kompetenzen sind bei den Lehrerinnen und Lehrern nicht vorhanden. Kein Wunder, es wurde vorhin gesagt, 1979 wurde beschlossen per Vertrag, dass die Medienbildung in die Lehrerbildung aufgenommen wird. Bis jetzt ist nichts passiert. Es ist in der Tat so, dass weder in der ersten noch in der zweiten Phase der Lehrerausbildung wirklich extensiv daran gearbeitet wird. Und wir stehen vor dem Problem, das kriegen wir am Landesinstitut immer zu hören, als K.O.-Experiment, als K.O.-Argument. Die Schüler sind einfach mal besser als wir an den Teilen und dann trauen wir uns nicht richtig ran, weil die stellen sie uns in Schatten, da sind sie besser als ich. Und das ist dann ein Hemmnis, so etwas einzusetzen, statt dieses Potenzial zu nutzen und zu sagen, na, dann machst du es für mich. Das sind in der Tat das Problem. So, was machen wir jetzt, um diese Situation zu verbessern? Wir arbeiten an der Verbesserung der Ausrüstung der Schulen, aber leider nicht flächendeckend, sondern punktuell. Es wurde vorhin auch schon angesprochen. Es gibt dann Modellprojekte, wo etwas passiert, da werden zusätzlich Ressourcen reingesetzt, die Schule wird ausgerüstet, das Modellprojekt ist zu Ende, die Ressourcen sind weg. Und wie passiert dann die Nachhaltigkeit, wenn an der Schule dann nicht Lehrer oder Lehrkräfte dabei sind, die sagen, ich stehe dafür, ich mache es weiter, die sogenannten 5% Wahnsinnslehrer, die das System am Laufen halten, dann veräppt es wieder, die Software, die Hardware veraltet und wir sind nach endlicher Zeit wieder an dem Punkt wie vor dem Modellversuch und haben eigentlich nicht allzu viel geschafft. Das heißt also, die Nachhaltigkeit bei den Modellversuchen muss deutlich verbessert werden, um so etwas voranzutreiben. Wir persönlich setzen jetzt auf Fortbildung. Da wir nicht direkt an die Lehrkräfte rankommen, machen wir das über Fortbildungsveranstaltungen in der modularen Qualifizierung. Das ist ein System von Fortbildung, was im Landesinstitut für Schule und Medien konzipiert und angeboten wird für die Schulberaterinnen und Schulberater.
um deren Medienkompetenz zu verbessern, in der Hoffnung, dass die Multiplikator- oder Schneeballwirkung funktioniert, dass diese Verbesserung dann auch Eingang in die schulische Praxis finden. Gemeinsames Entwickeln von Regelwerken zur Nutzung mobiler Endgeräte. Das ist ein Punkt, auf den ich hier unbedingt nochmal eingehen wollte. Wir hatten vorhin bei der Studie gesehen, dass Schülerinnen und Schüler ja auch ihre private Technik mitbringen können. Und im Augenblick ist es so, dass mobile Endgeräte in der Schule ein absolutes No-Go ist. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen wird es per Schulordnung verboten, Smartphone oder Handy im Unterricht zu benutzen. Vor unangenehmen Nebeneffekten andersrum bieten sie aber ein unheimliches Potenzial, um damit im Unterricht zu arbeiten. Ich kann mir Informationen besorgen, und zwar auch die ich für einen Stoff brauche, über mein Smartphone. Ich kann die App nutzen, um zu googeln, um Informationen zu recherchieren. Ich kann dokumentieren. Alles diese Möglichkeiten kann man unterrichtlich wirksam machen. Man muss dann aber Regelwerke entwickeln für die Schule, wo festgeschrieben steht, was geht und was geht nicht. Und diese Regeln muss man dann auch kontrollieren und einhalten. Da sind wir also mit meinem Kollegen Herrn Retzlaff im Bereich Medienbildung ganz doll dabei, so etwas für Schulen zu etablieren. Und wir versuchen so etwas auch über die Fortbildung einzuschieben. Das nächste ist die Nutzung von E-Learning-Szenarien in der modularen Fortbildung. Das heißt, wir wollen zeigen, dass es einen Nutzen hat, moderne Medien zu benutzen. Solange für die Lehrkraft dasteht, ist es für mich ein Mehraufwand als etwas, was ich zusätzlich machen muss, ohne dass da für mich einen persönlichen Nutzeffekt weder für die Qualität des Unterrichts noch für mich eine Arbeitsentlastung rauskommt, dann wird das nicht passieren. Also versuchen wir im Rahmen der Qualifizierung diese E-Learning-Szenarien mit zu nutzen, also nach einer Präsenzfortbildung zum Beispiel vorhin aufrechtzuerhalten, wo wir weitere Informationen zur Verfügung stellen und die weiter betreuen. Und wir versuchen, die Medienbildung besser in den Rahmen, der ein richtig großer Wurf gelungen, da gehe ich mal drüber weg, das waren Szenarien, die nicht funktioniert haben. Ja, vielleicht mal das. Wir hatten versucht, das war gleich zu Beginn, zu sagen, wir gehen auf den demografischen Wandel in Brandenburg dadurch ein, dass wir sagen, wir versuchen überregional zu unterrichten. Für das Fach Recht ist uns das auch gelungen. Wir haben den Lehrer als Teletutor irgendwo zu sitzen und die Schüler in der Region verteilt, um dann in Schulen, wo man das Fach Recht nicht mehr anbieten kann, trotzdem, weil die Klassengrößen zu gering werden oder die Kursgrößen zu gering sind, das praktisch so zu machen. Wir haben auch alle rechtlichen Probleme aus dem Weg räumen können, die das Schulgesetz dann vorsieht, weil man hat das Problem Lehrer-Schüler. Das ist der Schüler aus einer anderen Schule. Wie läuft das Ganze rechtlich? Hat funktioniert. Im Fach Recht funktioniert es auch weiter. Da läuft der Kurs hin und so mehr oder weniger mit wachsenden Schülerzahlen. Wir kommen nicht mehr weiter. Interessanterweise, weil wir keine Lehrkräfte finden, die dort unterrichten und die notwendigen Abminderungsstunden finden. Weil, das muss man auch wissen, eine Stunde als Teletutor hinterm Rechner ist deutlich anstrengender, als 45 Minuten vor einer Klasse zu stehen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Weil es einfach eine ganz andere Form der Konzentration ist, wenn man als Teletutor am Rechner sitzt. So, das war eine Variante, die hat sich leider überhaupt nicht durchgesetzt. Wir haben gesagt, wir haben langzeiterkrankte Schüler, wir haben Leistungssportler, die in Trainingslagern unterwegs sind bei den Eliteschulen des Sports. Wir haben die Schüler beruflich Fahrer. Es muss doch möglich sein, diese Technologien auszunutzen, damit man Schüler dort unterrichtet. Hat sich leider auch nicht durchgesetzt. Hier war es dann zum großen Teil auch das Problem, wie kommt man zu Content? Das ist immer bei E-Learning angeboten das größte Problem. Und da bietet die Initiative OER jetzt natürlich eine Möglichkeit, etwas zu schaffen, denn Kursmaterialien zu kaufen von den Lehrmittelherstellern ist in der Regel ein Finanzproblem für die Kommunen gewesen. Das konnten wir uns einfach nicht leisten, oder konnten die Kommunen sich nicht leisten. Und Selbstentwicklung ist zu aufwendig, hatten wir vorhin schon besprochen. Aber wir haben jetzt den Bereich der OER. Ja, okay, dann machen wir ganz schnell weiter. Ich hatte vorhin gesagt, wir wollen die Medienbildung in der Region verbessern. Und das haben wir jetzt endlich geschafft. Wir haben jetzt einen neuen Rahmenlehrplan erarbeitet. Der befindet sich zurzeit in der Diskussion und führt an einigen Stellen zu unheimlich Furore, weil es da Veränderungen gibt durch die Zusammenführung von Fächern. Aber das Neue ist, es ist ein Rahmenlehrplan von der Klasse 1 bis zur Klasse 10 in allen Fächern. Das heißt, 28 Fächer werden abgebildet in diesem Plan, wobei ein Problemfach dabei ist, sind die modernen Fremdsprachen, das heißt Russisch, Polnisch,
Französisch, Englisch, Spanisch, das ist alles damit abgebildet. Und da gibt es das Basiscurriculum Sprach- und Medienbildung. Also wir haben hier das erste Mal die Medienbildung verbindlich als Querschnittsaufgabe curricular geregelt und auch eingebaut. Wir haben jetzt 3 Jahre die Möglichkeit, diesen Rahmenlehrplan zu implementieren und werden, und das ist neu, aber die Zeit reicht nicht mehr, diesen Rahmenlehrplan online vorstellen. Das heißt, die Lehrkräfte können den Plan so filtern, wie sie ihn für ihren speziellen Unterricht brauchen, sich die einzelnen Standards ausdrucken und wir werden filtern, sodass der Plan lesbar wird. Und wir hinterlegen diesen Plan mit ergänzenden Materialien. Dazu gehören standardillustrierende Aufgaben, die der Lehrkraft zeigen sollen, was ist mit diesem Standard eigentlich gemeint. Beispielaufgaben, didaktisches Material und das alles unter dem Level oder unter dem Label OER. Das heißt, wir setzen da ein Portal dahinter, dass offene Bildungsressourcen zugänglich gemacht werden können. Und dabei lassen wir die Autoren nicht alleine, sondern wir bieten dazu Schulungen an. Wir haben ein Portal aufgemacht im Lernraum Berlin, wo die Kolleginnen und Kollegen, die OER entwickeln, sich weiterbilden können, Fragen stellen können, mit Material versorgt werden können zur Rechtssicherheit. Denn das ist ein Thema, was sich wirklich ständig und überall abbildet. Die Rechtsunsicherheit, was darf ich nicht. Und da bieten wir als Landesinstitut für die Autoren die Unterstützung an, wenn ihr rechtliche Fragen habt, Probleme habt, wendet euch an uns, wir klären sie oder sagen euch geht, geht nicht oder versuchen Lösungen zu finden. So in der jetzt leicht abgeänderten Form. Dankeschön.